Ich begrüße Sie recht herzlich im frisch sanierten Audimax der TU Braunschweig. Da Corona-bedingt keine Veranstaltungen stattfinden können, wollten wir Ihnen auf diese Weise zeigen, wie schön es hier geworden ist. Nach 120 Semestern war eine Sanierung des Gebäudes auch durchaus angesagt. Immerhin haben hier 12 Generationen von Studierenden gelernt, geschwitzt, sich unterhalten, interessante Dinge gehört. Wir haben das Audimax denkmalgerecht saniert und die Moderne behutsam in die Zukunft transferiert. Der Audimax und das ganze Ensemble hier geht auf Pläne der Braunschweiger Schule zurück. Damals haben Studierende Ideen entwickelt, wie man dieses Ensemble gestalten kann, und Hochschullehrende haben die Pläne entwickelt und umgesetzt. Insofern ist der Audimax auch Teil unserer Universitätsgeschichte. Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder ein Zentrum haben, in dem wir den Dialog führen können, das den Raum bietet für Veranstaltungen, Konzerte und andere Dinge, auch außerhalb der Wissenschaft. Das Auditorium Maximum, also der größte Saal einer Universität, ist immer das Herzstück der Universität. Wir haben mit der Sanierung auch die Studienbedingungen hier verbessert. Wir haben zum Beispiel die Akustik verbessert, wir haben dafür gesorgt, dass das Gebäude besser gegen Kälte und Hitze geschützt ist, und wir haben die Bestuhlung erneuert. Und das sehen Sie auch, wenn Sie hier hereinkommen, das schöne Rot, das leuchtet und bietet eine schöne Atmosphäre, um hier zu lernen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ich in den nächsten Semestern hier auch selber wieder Vorlesungen halten kann. Und ich hoffe, dass Sie sich bald selber einen Einblick von der Schönheit dieses Raums machen können. Es freut mich sehr, hier heute im frisch sanierten Audimax stehen zu dürfen. Der Dank dafür gilt allen Beteiligten des Landes Niedersachsen, der Stadt Braunschweig, den Planern und last but not least den Bauschaffenden, ohne die die Umsetzung der Planung nicht möglich gewesen wäre. Als kommissarischer Leiter des Geschäftsbereich 3, Gebäudemanagement unserer TU, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die an der Maßnahme mitgewirkt haben. Das Bauvorhaben ist eine Erbschaft, die wir vom staatlichen Baumanagement Braunschweig übernommen haben. Und es ist die erste Baumaßnahme, die von uns nach Übernahme der Bauherreneigenschaft als TU Braunschweig ausgeführt wurde. Nach rund 2 Jahren Bauzeit und der Bewältigung eines Bauvolumens von rund 10 Millionen Euro wird sich mancher Laie möglicherweise fragen, wieso sieht man davon so wenig? Die Antwort lautet: Das Audimax steht unter Denkmalschutz. Und ein vorrangiges Ziel des Denkmalschutzes ist es, möglichst viel vom Original zu erhalten. So wurde die Bausubstanz äußerst behutsam saniert, um so das optische Erscheinungsbild zu gewährleisten. Zum Thema Denkmalschutz wird Ihnen gleich im Anschluss der Architekt Herr Luschinski vom Büro Kregler noch Näheres erläutern. Im Rahmen der Maßnahme Audimax-Sanierung wurde der Brandschutz verbessert, das Gebäude energetisch saniert und die Barrierefreiheit verbessert. Ich wünsche uns allen, dass die allgemeine Lage es möglichst bald wieder zulassen wird, zu einem anderen Leben zurückzukehren, als es derzeit aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen möglich ist. Und damit das Audimax wieder zu dem Zweck nutzen zu können, für den es errichtet wurde. Vielen Dank. Für mich als Alumnus der TU Braunschweig war es natürlich was ganz Besonderes, das Gebäude zu sanieren, in dem ich selber Vorlesungen gehört habe, aber auch mein Diplom in Empfang genommen habe. Die besondere Herausforderung bestand dabei darin, die heutigen Anforderungen aus dem Thema Brandschutz, Schadstofffreiheit, aber auch Raumakustik so mit der Denkmalpflege in Einklang zu bringen, dass der Charme des Gebäudes erhalten bleibt, möglichst viel davon auch bewahrt bleibt und wir hinterher ein funktionierendes Gebäude haben. Ein ganz besonderes Bauteil hier im Hörsaal waren die beiden Aluminium-Glasfassaden auf der Nord- und Südseite. Die beiden wurden schon vor 60 Jahren so komplex konstruiert, dass sie Anforderungen erfüllten, die wir auch heute an solch eine Glasfassade stellen würden. Das hatte uns heute in die Lage versetzt, diese Glasfassade zu erhalten und einfach nur zu verbessern und den heutigen Anforderungen anzupassen. Ein anderes besonderes Bauteil hier im Hörsaal Audimax ist die Bestuhlung. Die haben wir komplett erneuern müssen. Und das Besondere dabei ist an dieser Geschichte eigentlich, dass wir diese Firma, die vor 60 Jahren die Bestuhlung gebaut hat, durch Zufall jetzt auch wieder im Auftrag nehmen konnten und die bei der Bauanlaufberatung einen Ordner mitgebracht haben, der damals aus der Bauzeit noch war, und dort waren Fotos der alten Bestuhlung und tatsächlich noch ein altes Stoffmuster enthalten. Das hat nicht nur die Denkmalpflege gefreut, einfach als Dokument, als Zeitdokument wieder etwas in der Hand zu haben, sondern wir konnten auch sicher sein, dass wir hier das Richtige
auch in der Zukunft weitermachen. Die Hauptaufgabe hier im Foyer bestand in der Darstellung der Unterdecke. Das ursprüngliche Holzmaterial durfte nicht beibehalten werden aus Brandschutzgründen, sondern es musste durch ein nicht brennbares Material ersetzt werden. Holz und nicht brennbar widerspricht sich, deswegen haben wir eine Trockenbauplatte gefunden, die beschichtet wurde und somit die Holzoptik wieder sehr gut nachbildete. Das war umso wichtiger, da diese Holzleistendecke ganz entscheidend für den Ensemblecharakter des Forums ist, denn sie zieht sich an allen Gebäudeteilen durch. Und obwohl wir neue Elemente wie Rauchmelder oder Bewegungsmelder einsetzen mussten, konnten wir den Charme der alten Decke wiederherstellen, nicht zuletzt durch den Wiedereinbau neuer Punktleuchten, die tatsächlich in dem gleichen Raster wie früher eingebaut worden sind. Mm-hmm.